durch merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen Spuk oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort ja lautet, warten Sie keine Minute. Nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie die Profis. Rufen Sie die Geisterjäger. Wir sind immer bereit, Ihnen zu glauben. Franchises bald verfügbar. Rufen Sie an. Oh, Russell, hey Mann, bist du bei... Ortsflügel? Yep. Bei der Großausstellung? Ja, warum? Da ist etwas auf dem Weg zu dir. Moment. Ich höre was. Ich werde mal nachsehen. Willst du was echt Gruseliges hören? Ich habe was über Schandor gelesen, der Typ, der den meisten großer Kram gestiftet hat. Er war ein Okkultist, übernatürlicher Kram und so. Abgedrehter Typ. Ah! Warum reden wir nicht mal darüber? Irgendwann mal. Ah! Hey, Sie dürfen nicht hier rein! Stopp! Hey, der neue Kadett! Willkommen an Bord! Das könnte etwas gefährlich werden. Toll! Gefahr ist unser Leben! Wir beginnen mit 50%. Das sollte Brand- oder Gewebeschäden auf Minimum halten. Hey, zum Gewebeverbrennen nimm den Neuling. Auf keinen Fall, Ray. Auf den läuft doch unsere Hypothek. Schätze, er hat recht. Wie heißt du nochmal, Kumpel? Keinen Namen, Ray. Ich will keine emotionale Bindung. Nur für den Fall, dass... Du weißt, was dem Letzten passiert ist. Er ist eingestellt und bereit. Das könnte etwas kribbeln. Gut. Wir haben ein umfassendes, hartes Trainingsprogramm, das dir die Grundlagen der Ausrüstungsgegenstände nahebringt. Es dauert, Meisterfertigkeit zu erreichen, aber es ist definitiv die Mühe wert. Waren wir das? Ich glaube nicht. Ray? War wohl eine Art von Psi-Energieimpuls. Substanziell eine signifikante zentralisierte nekromantische Konvulsion, Klasse 7 oder höher. Genau, wir müssen die EMF-Werte überprüfen. Ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem. Ist ein Klasse 7 was auch immer schlecht? Oder sehr schlecht? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen... Eine 7, richtig? Sagen wir einfach, wir haben bald viel zu tun. Und das ist nicht die gute Art von viel zu tun. Richtig, Ray? Vorsicht, Slimer ist wieder entkommen. Nein, warte, komm zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Ghostbusters. Ein Spiel, was ich schon länger im Auge hatte. Ich warne euch direkt vor, ich habe einmal reingeschaut und hier wird ziemlich viel gequatscht. Also wenn ich mal nicht zum Reden komme, nehmt's mir nicht übel. Ah. Bewegung! Ja, ich bin dabei. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen ihm folgen. Da ist er ja. Komisch, die Sperreinrichtung zieht ihn irgendwie an. Er ist davon fasziniert, seit du den Bildschirm an die Einheit angeschlossen hast. Okay, ganz langsam jetzt, Kadett. Ich sage dir, was du tun musst. Errege seine Aufmerksamkeit mit dem Protonenstrahl. Machen wir das doch. Nicht die Sperreinrichtung. Das ist sehr empfindliche Ausrüstung, die du da desintegrierst, Kumpel. Ups, du hast einen rausgelassen.
Mein Fehler. Ich habe heute Nachmittag die Interdimensionaldichtung fein abgestimmt. Ich werde das reparieren. Ihr zwei bringt die Geister zurück. Entschuldigung. Er hat gesagt, ich soll schießen. Er ist ins Untergeschoss gegangen und sein geflohener Freund begleitet ihn. Los, Kumpel, es gibt Arbeit für dich. Wenn man sich richtig vorbereitet, ist Slimer harmlos. Mehr oder weniger. Bei dem anderen bin ich da nicht so sicher. Gut, also schnappen wir sie uns. Na, dann wollen wir mal. Oh, keine Sorge wegen der Sperreinrichtung. Beim ersten Einsatz des Protonenstrahls übertreibt man gern mal. Egan repariert das in Nu. Ja. So viel dazu, dass hier viel gequatscht wird. Also, zunächst mal, bevor die Sache ernst wird, machst du dich besser mit deinem Protonenpack vertraut. Es kann dein bester Freund im Einsatz sein. Alles, was du wissen musst, wird auf dem Pack selbst angezeigt. Das hier zeigt dir deinen körperlichen Zustand an. Je grüner der Balken, desto mehr Schaden steckst du weg, ohne dass es dich von den Füßen haut. Dieser Balken zeigt die Hitzestufe deines Packs an. Wenn er oben ankommt, solltest du das Pack belüften, damit es sich nicht abschaltet und zurücksetzt. Das Fangen eines Geistes ist im Grunde recht einfach. Wir unterteilen es in drei Schritte. Beschießen, festsetzen und einfangen. Spektrale Entitäten ziehen all ihre Stärke aus einer Ansammlung von PK-Energie. Beim Beschuss mit dem Protonenstrahl oder anderer Offensivausrüstung wird diese Energie abgebaut. Durch Abbau der PK-Energie sind Geister auch leichter zu fangen. Dann probieren wir uns doch mal aus. An Slimer, wenn Slimer mal stillhalten würde. Ah? Das ist ein guter Schütze, Kleiner. Siehst du die Einblendung bei den Geistern? Zeigt dir alle Höhe der PK. Au! Je mehr du davon auflöst, desto schwächer wird er. Was hat mich denn jetzt zurückgeschleudert? Das Pack kommt in den roten Bereich. Oh, wir haben Slimer verloren. Da ist er! Ich dachte, Slimer wäre eklig. Ja, es geht offensichtlich immer schlimmer. Wo ist er denn jetzt hin? Und das Monstrum, ey. Alles klar, dem hast du es gut besorgt. Nächster Schritt, testen. Du kannst einen Sperrstrahl, auch Schubser genannt, manuell mit dieser Steuerung projizieren. Das Pack stellt aber auch selbst fest, ob ein Geist ausreichend geschwächt ist und schaltet automatisch auf Sperrstrahl um. Los, rein mit dir! Wirf einen Sperrstrahl auf diesen Schleimbeutel. Ja, ich kann gerade nicht. Erstens kotzt er mich die ganze Zeit an. Warte. Ja. Fantastisch, genau! Sobald sich der Geist in deinem Sperrstrahl befindet, lädt sich die Schmetteranzeige langsam auf. Um das Aufladen der Schmetteranzeige zu beschleunigen, schlossen den gefangenen Geist auf oder kämpft gegen ihn an. Das geht so. Beobachte den Geist. Wenn er in eine Richtung strebt, ziehst du den Strahl schnell in die andere. Versuch es mal. Ich bin dabei. Oh, perfekto. Das ist gar nicht so einfach. Sie hassen es, wenn du den Sperrstrahl auf sie abschießt. Leistet dein Geist immer noch ernsthaften Widerstand, ist es fast unmöglich, ihn in die Falle zu ziehen. Du musst ihn weichklopfen. Okay, machen wir. Ist ganz schön hartnäckig. Aber irgendwie kann ich den Geist ja verstehen. Wir würden schon gerne beschossen. Ah! So, wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich das Ding dann einfange, dann bin ich glücklich. So Geräusche da macht. Weißt du? Nein, jetzt habe ich ihn verloren.
Okay, bei mir geht... Bei mir geht nicht mehr viel. Jetzt können wir mit dem Einfangen weitermachen. Du brauchst einen Platz, um das Ding einzusperren. Wirf deine Falle aus. Genau richtig. Siehst du den Signalstrahl der geschlossenen Falle? Er hilft dir, sie zu finden. Kommt ein fangbarer Geist in die Nähe, öffnet die Falle, produziert einen Fallenregel. Zieh deine Beute ein. Wenn ich den mal rüberkriegen würde. Worauf wartest du denn, Sonnenschein? Verbeugen kostbares Tageslicht. Er labert mich hier fit, ey, während ich hier kämpfe. Ah. Zick, zack, du Kumpel. Ja, komm, rein mit dir. Sehr schön. Und geschafft. Oh ja, ein Flüchtling weniger. Oh, und vergiss nie, deine Falle wieder einzusammeln. Hast du sie erwischt? Zu 50%. Slimer ist ausgebüxt, aber unser Kadett hat seinen ersten erwischt. Ein echt fieser Kunde. Oh, und du musst vorsichtig sein, was das Kreuzen der Ströme angeht. Mit anderen Worten, lass es. Im Ernst? Sticht auch wie der Teufel. Hey, warum bekommt dieser Typ all den neuen Kram? Er ist unser neuer Experimentalausrüstungstechniker. Und auch noch einen coolen Titel. Das bedeutet, dass er mit ungetesteter, extrem gefährlicher Ausrüstung herumläuft, die einen bis nach New Jersey blasen kann, wenn man nicht richtig damit umgeht. Oh, das ist der Typ, der unsere äußerst gefährliche Prototyp-Hardware herumschleppt, die einen eventuell bis nach New Jersey bläst. Danke, behalt den Titel, Kumpel. Er passt gut zu dir. Scooter, wir müssen weiter, auf geht's. Wohin, Ray? Zum Sedgwick Hotel. Dahin geht die kleine Knolle zuerst. Genau. Zum ursprünglichen Manifestationspunkt. Wir haben da ein echt gutes Buffet. Das hier ist gut. Sobald Winston aus der Oper zurückkommt, lade ihn doch ein, uns zum Essen im Sedgwick zu treffen. Hey, du da. Es geht los, Kumpel. Heute trainieren wir im echten Einsatz. Mach nicht zu viele Wahrzeichen Manhattans kaputt. Das ist unser Job. Gut, anscheinend haben wir eine neue Aufgabe. Dieser eklige grüne Plumpstropfen verbreitet im 12. Stock wieder Chaos. Ich verlange eine Rückerstattung. Sofort! Sir, lesen Sie das Kleingedruckte auf der Rechnung. Dem Rechnungen. Richtig, Rechnungen. Sie werden sehen, Ihre Neuspukgarantie ist bereits abgelaufen. Sie hätten den erweiterten Servicevertrag abschließen sollen. Richtig, Rechnung. Okay. Sie werden sehen, Ihre Neuspukgarantie ist bereits abgelaufen. Sie hätten den erweiterten Servicevertrag nehmen sollen. Gut, finde raus, was du kannst. Dieser kleine grüne Knubbel sollte uns nicht allzu viel Ärger machen. Hey, Geisterjäger! Na hallo, Sie sind jetzt in Sicherheit, Miss. Die Geisterjäger sind hier. Weg da, Sie Loser! Verschwinden Sie! Diese Masche wirkt selten bei mir. Ich zeig dir später, warum. Aha, okay, na dann. Offensichtlich scheint Slimer hier zu wüten, zumindest vermute ich das. Also dann, mach dich bereit. Dr. Stans, wärst du wohl so nett? Mit Vergnügen, Dr. Venkman. Das ist Teil des neuen Vertrages mit der Stadt. Protonenpacks bleiben in stark belebten Bereichen aus. Und in Innenräumen. Das minimiert die Haftung der Stadt. Und genügt der Verfügung, die das Zimmermädchen gegen uns hat. Da schießt man mal einen Protonenstrahl auf jemanden und schon wird man verklagt. Das ist er! Okay. Toll. Wo ist er denn? Jetzt haben wir noch einen Kläger. Ach komm schon, ja, Ray. Ich denke mal, das lässt sich nicht verhindern. Packung grünen Schleim. Pass auf! Kontakt!
klar. Showtime. Wir machen ihn müde. Dann fangen wir ihn. Dafür haben wir den Protonenstrahl. Ich bin ja ein bisschen irritiert, dass wir... Oh, dass wir Slimer hier jagen. Gut, gehen wir. Peter! Nö, ich kenne das Ding schon. Ich weiß, wie es endet. Aber viel Spaß euch beiden. Ich kümmere mich um die Aufzüge und begleite die Damen sicher auf ihre Zimmer. Ja, okay. Ja, ja. Und dieses Signal sieht wie deine flüchtige kleine Zielentität aus. Dein Meter blinkt und summt, wenn es ein mögliches Signal entdeckt. Die Parabrille ist direkt mit deinem aktiven PKE-Meter verbunden. Dadurch erkennst du sonst unsichtbare Phänomene, während du sie verfolgst. Geisterspuren, Objektauren, alle möglichen coolen Events. Schlägt die mittlere Anzeige aus, gehst du in die richtige Richtung. Bleibt sie flach, folgst du einer kalten Spur. Für den besten Scan müssen sich Ziel und kleinster Kreis decken. Okay, klasse, mach jetzt deinen Scan. Okay, cool. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was ich hier gerade tue. Gut, danke. Ich werde ja wunderbar ausgebildet. Rot signalisiert einen versteckten Geist. Grün signalisiert paranormale Anomalien der Umgebung. Blau steht für eine aktive Probe. Okay. Ah! Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Es wird wärmer. Ja, das sehe ich. Wärmer? Nein, hier wird es kalt. Ja. Nein. Wo denn? Vorsicht! Ein guter Scan funktioniert ähnlich wie ein guter Vorsicht! Aber finde ich cool gemacht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen irritiert, dass wir Slimer jagen, weil ich eigentlich immer dachte, dass das ein freundlicher Geist wäre. Boah, er war definitiv hier. Wieso riecht es komisch? Ja, aber er hat zumindest gewütet. Tja, er war hier. Wo ist er nun? Wo soll ich jetzt hin? Renn ich ihm... Eine aktive Probe kannst du einsammeln. Zum Beispiel ein verfluchtes Artefakt. Wir werden für alles Gescannte und Eingesammelte extra bezahlt. Dann investieren wir das in die Forschung. Mit zusätzlichen Mitteln können wir neue Offensivtechniken und Ausrüstungen entwickeln. Diese wiederum darfst du dann zum Austesten herumschleppen. Vergiss nicht, mit dem Online-Geisterjäger-Einsatzleitfaden kannst du dir jederzeit Technologien, Tutorials und Ausrüstung ansehen. Benutz dazu dein PKE-Meter. Okay. Scheiße. Oh, oh, jemand ist verletzt. Was? Wir haben einen Verletzten. Los, los, los. Ja, ja, ich laufe ja schon. Los, drück auf die Tube. Du kannst dich doch schneller bewegen, oder? Im Laufschritt, Kadett. Ah, sehr gut. Oh Gott. Warte, du bist zu schnell für mich. Er wurde vollgeschleimt. Wieder mal. Beweg dich hier rüber und hilf ihm auf, vollgeschleimt. Ja? Konnte das nur passieren? Ich hatte bei den Aufzügen Wache gehalten. Dieser Mutantenvulkan hat sich an mich herangeschlichen. Schon wieder eingeschleimt. Wenn einer von uns getroffen wird, helfen wir einander immer. Das Zauberwort heißt Teamwork. Oh nein, mein Freund. Ja, sehr gut. Das war vor der Schleimära. Jetzt dreht sich alles um Rache. Ihr Jungs müsst sofort hier runterkommen. Unser hauseigenes Wissenschaftsexperiment nimmt die Lobby auseinander und es ist nicht allein. Noch mehr Geister? Aber wir gaben dem Hotel vor 5 Jahren eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Jeden Tag sterben Menschen. Ruf den Aufzug, Junior.
Ja, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Das reicht dann auch erstmal für den ersten Part. Ich nehme nicht die Ich freue mich mega auf... Heute ist nicht mein Fitnesstag. Das LP... Hier wird echt mega viel gequatscht. Es fällt mir sehr schwer, hier irgendwie zum Reden zu kommen. Sonst würde ich auch mehr darüber erzählen. Junior. Ja, tue ich gleich. Gleich, wenn ich fertig bin mit Reden. Okay? Alles klar? Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich habe die Serie früher geliebt und die Filme auch. Ich nehme nicht die Treppe. Heute ist nicht mein Fitnesstag. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Ciao.